Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Wir befinden uns hier momentan in den Hallen der Prüfung von Berserk, weil Tidus es einfach nicht lassen konnte, hier unbedingt den Helden spielen zu müssen. Er hat nämlich erfahren, dass hier unten das angehende Medium schon seit einem ganzen Tag verweilt und möglicherweise sogar in Gefahr schweben könnte, weshalb er sich so dachte, scheiß auf die Leitsätze, geh einfach hier runter, rette das Medium und werd der große Held. Tja, wollen wir hoffen, dass er sich hier nicht zu viel vorgenommen hat. Auf jeden Fall sind wir hier auch sogar schon fast mit der Prüfung durch. Ich habe hier sogar schon den geheimen Tempelschatz gefunden, den ich sogar auch jetzt hier öffnen möchte. So, und wir erhalten dafür den Weisenstab. Ja, wenn man den Spheroid Fraktura richtig einsetzt, findet man versteckte Items. Ja, und was es mit diesen versteckten Items so auf sich hat, oder besser gesagt mit den Truhen, in denen diese Items versteckt waren... Diese enthielten immer ein besonderes Siegel, welches sich auf einen bestimmten Tempel spezialisiert, den wir allerdings erst sehr viel später im Spiel aufsuchen werden. Ja, wenn wir das dann alles erledigt haben, können wir dadurch eine ganz besondere Belohnung einkassieren, aber ja, bis dahin dauert es ja noch eben halt. Gut, dann bleibt eigentlich noch eines zu tun, wir müssen nämlich diesen Altar in diese kleine Öffnung da schieben, dann sind wir auch mit der Prüfung hier durch. Into you. Hey, it's okay. Only summoners, apprentice summoners, and their guardians can enter here. It's a tradition, very important. So what about you? Me? I'm a guardian. A guardian? Summoners go on a pilgrimage to pray at every temple in Spira. Guardians protect them. The Guardian's in there now. One of them's got a short fuse, and who knows what the other's thinking. Well, now that we've come this far, might as well go all the way. What are you doing here? Didn't think we'd be able to handle it. No, it's, it's just... See, I told you she gets mad easy. Is the summoner all right? Who are you? Man, was I surprised. And here I was thinking summoners were all old geezers. Tja, wenn man sich da die ganzen Statuen hier so ansieht, wieso ist jetzt die beiden hier, ob das eigentlich irgendwie Medium waren, kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber auf jeden Fall, ja, warum bin ich jetzt eigentlich überhaupt in diesen Raum reingegangen, ich weiß es nicht. Ja, die beiden hier zum Beispiel, die beiden Statuen hier, sehen auf jeden Fall steinalt aus. Naja, der Typ hier, naja, mehr oder weniger.
Dann hier noch so ein Typ hier mit Bart. Ja. Da war es natürlich ein bisschen unerwartet, dass jetzt hier eigentlich so ein junges Mädel da aus dem Tempel herauskommt. Ja, außer der Garde darf niemand in die Hallen der Prüfung. Ja, schon gut, okay. Ja, dein Vorfall ist jetzt erstmal Nebensache. Feiern wir die Geburt eines neuen Mediums. Okay. Tja, habe ich ja nochmal Glück gehabt. Kriege ich also jetzt hier doch keinen Anschiss, nur weil ich die Regeln gebrochen habe. Na gut, gehen wir erstmal nach draußen. Hey, over here! Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. So. Oh, Massenversammlung, was ist hier los? Was macht ihr da alle? Passiert gleich was? Au! Wait till you see this. I can't see anything. Ready. Okay. I'd never seen anything like it in my life. Sure, it was a little scary, but still, I could feel a strange kind of gentleness coming from it. Die Gebete wurden erhört. Eine Bestia erhalten. Ja, ganz genau, das sind die Bestia. Dieses, ja, wirklich monströs furchteinflößende Wesen, das ja Yuna eben gerade herbeibeschworen hat. Ja, diese haben wir jetzt erhalten und wir dürfen ihr sogar einen Namen geben. Hier steht sogar jetzt standardmäßig Valfaris und ich würde mal sagen, den behalte ich auch mal so. Also gut. That night, we talked for the first time. I didn't know it then, but after that night, everything changed. For everyone. For me. Let me introduce you to the team. This guy here wants into the tournament so bad, I let him on the team. His memory's a little fuzzy, so don't mind him if he says anything odd. Come on, say hi. Hi guys. So what's our goal? To do our best! Nope, we got a new goal now. Our new goal is victory! To win every match, defeat every opposing team. To bring the Crystal Cup back to our island. That's all we need to do to win. Easy, huh? Victory! 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 Yeah! Wow, die sind ja wirklich hellauf begeistert von unserem neuen Motto. Hört sich doch super an. Ich hätte mir gewünscht, dass du ins Team kommst. Ja, ganz genau. Ich bin jetzt bald dabei. Am Turnier nehmen 6 Teams aus ganz Pyra teil. Nur so wenig? Ja, von mir aus. Also den Pokal. Yep, so sieht's aus. Die sind ja alle ganz aus dem Häuschen. Naja, ich bin da auch keine Ausnahme. Naja, so wie ihr eben gerade drauf wart. Ja, greift ohne Unterbrechung an, damit ich nicht als Torwart nichts zu tun habe.
Alter, sei nicht so faul. Torwart ist schließlich wichtigster Mann im Blitzball. So, was ist mit dir hier? Ja, sieht voll ganz so aus. Ja, die sind wirklich echt total aus dem Häuschen und, unsichtbare Mauer? Ja, super. Ich kann also jetzt da nicht in den Tempel rein. Na gut, macht ja nichts. Dann reden wir eben halt mal mit der jungen Dame hier vorne. Du Heathen! Stay away from the summoner! You're a bad man! Lady Yuna, be careful. But it was really my fault to begin with. Oh. I'm Yuna. Thank you so much for your help earlier. Huh? I'm sorry about that. Wasn't I not supposed to... Guess I kind of overreacted. Oh, no. I was overconfident. I saw that Aeon thing. That's amazing. Really? Do you think I can become High Summoner? Lady Yuna, come play with me some more. So, tomorrow then. Tomorrow? We're going on the same boat, aren't we? Oh, really? We can talk more. Huh. You can tell me all about Xanarkand. Xanarkand? She's cute, yeah? Yeah, klar. Don't get no ideas. No promises there, big guy. Hey, but what if she, like, comes on to me? That's not going to happen. If you get tired, let me know. I had a bed made for you. Ja, alles klar. Ja, mehr kann man hier auch wirklich nicht machen. Ja. Die alten Säcke hier wollen mich einfach wieder verjagen. Gut, vielleicht noch auf der anderen Seite irgendwas. Ne, kann man nichts machen. Hier kommen eigentlich jetzt irgendwie unsichtbare Barrieren. Ja, nah ans Feuer. Zu nah ans Feuer macht eigentlich auch gar nichts. Na gut, haben wir wirklich hier wirklich nichts mehr zu tun, also quatschen wir Wacker an. Ja, klar. Good. Sleep tight. Tja, mehr kann man wirklich jetzt mal hier nicht machen, als er jetzt hier nur noch pennen zu gehen. Hoffentlich hat Titus jetzt inzwischen wenigstens endlich was zu essen bekommen. Jetzt schon wieder ein Traum? Das ist der Strand von Besset und da hinten steht Yuna. Ja gut. Könnten jetzt natürlich weggehen, aber das würde eigentlich ja nur das hier bringen. Wir landen dann gleich hier sofort wieder am Anfang. Na schön. Dann gehen wir doch jetzt einfach mal hier direkt hin. Where's that boat? Everyone will find us if it doesn't come soon. You really sure this is okay? Would you take me to Xanarkand? Hey! You said you'd go with me! Oh, hey! I thought Waka told you not to get any ideas. He did? Yeah, so you're coming with me. Hey, stop dreaming! You with a woman? You can't even catch a ball! Oh, what's the matter? Gonna cry again? Cry, cry. That's the only thing you're good for. I hate you. Huh? What'd you say? You have to speak loudly. I hate you! Huh? That's the spirit. You can do it. I hate you! He's dead, okay? Dead.
does look a lot like Chapu. I was surprised too, the first time I saw him. But no matter what he looks like, he isn't Chapu. You shouldn't have brought him here in the first place. Yeah, but he needed our help. Excuses again? Yeah, but... That's it. No more. Enough, Waka! Scary. So, who's Chapu? My little brother, Chapu. Looked like you. He's dead? He was with the Crusaders when they fought Sin last year. He didn't make it. I first heard on the day of the tournament. Oh, so that's why. I became a guardian to fight Sin, yeah? Revenge, then? That was the idea. I'm more worried about a stupid game now than avenging my brother. Well, after the next tournament, I'll be a guardian full-time. I know it kinda looks like I'm using you, but I'm not. Don't worry. I mean, I owe you a lot. You really helped me out, you know? What I mean is... thanks, Waka. Stop. You're embarrassing me. Tja, ist doch mal nett, wenn man sich ein bisschen ausspricht. Und dann noch mal eine Nacht durchschlafen und dann sieht doch am nächsten Tag alles wieder besser aus. So, dann mal los. Ich kann hier noch mal kurz hier ein bisschen speichern, obwohl ich es ja nicht unbedingt muss. Dann gehe ich noch mal schnell raus. Hey, sleepyhead. Something I want to give you. Whoa, you're giving this to me? Yeah, use it well. That's the sword you gave Chapu. Well, he never used it. Where's Yuna? We're taking the same boat as Yuna, right? Why do we gotta wait here? Yuna came to this village 10 years ago, when the last calm started. The calm? Since then, she's been like a little sister to me and Lulu. But she had the talent. She became an apprentice. Now, today, she leaves as a summoner. This is our journey. We should leave together. You really don't need all that luggage. They're not really my things. They're gifts for the temples we're to visit. This isn't a vacation, Yuna. I guess you're right. Okay, off we go. Tja, damit kann dann die große Reise wohl beginnen. Nun ja, noch nicht ganz. Eine Kleinigkeit wollte ich ja noch mal schnell erledigen. Und dafür muss ich noch mal einmal ins Dorf zurück. Und am besten, ich erledige das wirklich sofort, weil wenn ich das nämlich später versuchen würde, das wird dann verdammt schwierig. So, wer bist du denn? Du bist aber nicht dieselbe, die jetzt eigentlich ja letztens den Laden hier geschmissen hat. Während meine Schwester betet, schmeiße ich den Laden. Okay, du bist also die Schwester von der. Gut, hat aber nicht das... Ja, hat aber nichts Neues hier irgendwie im Angebot. Na, schade eigentlich. Bis auf ein baldiges. Ach, da fällt mir ein. Gestern hat mein Kleiner etwas gefunden, was es wohl gewesen ist. Ja, ganz genau. Ja, mit ihrem Kleinen meint sie ja natürlich ihren Hund. Und den wollen wir jetzt noch hier schnell suchen. Ich weiß ja zum Glück, wo der ist. Und zwar hier oben rechts
in dem Zelt, wo ja hier die Teppiche gewebt werden. Da ist er ja schon. Ja, der schaut hier gespannt zu, was der Webermeister hier macht. So, und jetzt reden wir mal hier. Hat irgendwas im Maul. Etwas Vollgesabbertes erhalten. Boah, Igitt! Aber dafür erlernt jetzt Falfaris die Ekstase-Tech Solaris-Strahl. Ja, werfen wir doch mal hier einen kleinen Blick drauf. Bestia, Falfaris, und da haben wir es ja auch schon. Spezialangriff erstmal Schaltschwinge und dann Ekstase-Solaris-Strahl. Ja, Falfaris ist sogar die einzige Bestia, die in der Lage ist, zwei verschiedene Ekstase-Techniken anzuwenden. Jede andere Bestia beherrscht nur eine einzige. Ja, und den Solaris-Strahl, den kriegen wir eben halt nur von diesem Hund hier. Oder eben halt auch später von dessen Besitzerin, wenn wir irgendwann mal ziemlich weit in der Story vorangeschritten sind und irgendwann dann mal wieder ins Dorf hier zurückkehren. Allerdings müssten wir dann vorher noch etwas machen und das ist wirklich verdammt schwierig, wenn man nicht gut trainiert ist. Ja gut, damit wäre das also erledigt. Deswegen würde ich mal sagen, ich gehe mal hier ins Zelt und speichere erst einmal. So. Und dann sage ich an dieser Stelle erst einmal Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder von Let's Play Final Fantasy X HD Remaster. Macht's gut, Leute, und bis dann. Ciao.